Hot New Make-up, was ich die letzte Zeit geshoppt habe, was ich die letzte Zeit zugeschickt bekommen habe. Ich muss sagen, PR ist super wenig. Also ich habe diesmal mehr gekauft und es sind auch nur ein paar Sachen. Aktuell, man merkt so, okay, es geht jetzt so ein bisschen in die Sommerphase. Hab nicht viel zugeschickt bekommen. Ja, was auch nicht schlimm ist. Dann ist das Video mal nicht eine Stunde lang, sondern einfach mal ein bisschen kürzer. Lidschattenbase ist key. Hab hier aber keinen neuen. Fangen wir mit einer Lidschattenpalette an, und zwar von LH Cosmetics. Hatte ich jetzt ein paar Mal in meinen Hot New Make-ups gezeigt. Die sind irgendwie durch Instagram auf mich aufmerksam geworden und schicken mir ihre Sachen voll gerne. Das ist die neue Palette, und zwar Aim Higher Palette. Gehört übrigens Linda Heidelberg, eine Make-up-Artistin, Künstlerin, Instagrammerin. Ich glaube, aus Schweden sind die, ne? Genau. Und ja, das ist die Palette. Hier kann man schon mal sehen. Ziemlich cool eigentlich, muss ich sagen. Cardboard Packaging. So sieht das Ganze von außen aus. Dann könnt ihr dazu aufklappen. Ihr habt dann insgesamt 9 Farben und kommt mit einem Spiegel. Und das ist die Farbpalette. Also gerade für die, die es gerne auch so aschig haben, ist das halt eine ziemlich coole Palette, muss ich sagen. Und dann mit diesem Glitter Gelb Pop of Color. Richtig nice. Nehme ich die Farbe Crimp. Das ist dieses kühle Stein-Beton-Grau. Die matten Shades fühlen sich auf jeden Fall super, super weich an. Das ist die Farbe Crimp. Ziemlich nice. Ich liebe ja Grau. Ich habe ja auch Grau in meiner Honey-Palette. Benutze ich ziemlich oft, muss ich sagen. Also ich finde Grau ist so geil. Man kann so viele tolle Looks mit Grau schminken. Und immer wenn ich Grau benutze, werde ich auch immer gefragt, was ist das für ein Lidschatten? Wie habe ich den Look geschminkt? Ich habe sogar vor kurzem einen Look geschminkt mit Grau. Das verlinke ich euch hier oben. Super nice. Die Farbe packe ich in meinen Innenwinkel. Die Farbe ist auf jeden Fall mit so einem schönen gebundenen Pinsel auch echt schön intensiv. Und die gleiche Farbe gebe ich mir auch so in meinen Außenwinkel. Ja, und dann habe ich so ein bisschen so wie zwei Hörner. Das hat wirklich gut geklappt. Das Grau gefällt mir sehr gut. Kann man nichts falsch machen. Wirklich easy to use. Das nächste, was ich nehme, ist Crux. Crux, Crux. Also Crux. Das ist das Schwarz. Aber das nehme ich mit so einem kleinen Detail-Brush und packe mir das jetzt in den Grauton. Aber nur, um das so ein bisschen zu schattieren. Mit einer ganz leichten Hand. Das hat sehr gut geklappt. Next Step ist, da nehme ich die Farbe Slap. Das ist dieser matte Ton hier. Das geht so ein bisschen ins, wie sage ich denn am besten, fast schon wie so eine Contour Shade, aber für super fair Skin, aber mit so einem bräunlicheren, wärmeren Unterton. Ich weiß nicht, also ich denke, auf dunkler Haut wird man es nicht sehen, aber Leute, die so hell sind wie ich, noch ein bisschen heller und noch so mehr Light, das wäre dann so eine leichte Transition Color. Ich glaube, alle danach. Vielleicht schwierig auf der Haut zu sehen. Es sei denn, man arbeitet eventuell noch mit so einer hellen Lidschattenbase. Das nehme ich mit so einem Pencil Brush auf. Sowas hier. Und die Farbe gebe ich jetzt zwischen diesem Grau-Schwarz. Einfach nochmal so einen Übergang zu schaffen. Und zwar auf beiden Seiten. Seht ihr, also ich arbeite wirklich mit einer leichten Hand. Wenig Produkt. Und obwohl ich gut Lidschatten drauf habe, sieht man die Farbe kaum. So, ich meine, das ist eine super Alltagsfarbe. Gute Transition Color. Ich liebe ja sowas. Mit einem größeren Fluffy Brush nehme ich jetzt die Farbe Pitch. Pitch ist so ein bisschen wie Slap, würde ich sagen, nur als Satin Finish, würde ich mal sagen. Also Slap, das ist dieser matte Shade und das ist Pitch. Naja, okay. Also das geht in so ein sehr gesättigter Champagnerton, würde ich sagen. So ein Satin Finish, fast schon leicht ins Metallische. Ist okay. Ich meine allerliebste Farbe, also nur so vom Geschmack her, würde ich sagen. Dafür nehme ich so ein Fluffy Brush. Das hat auch seinen Grund, denn ich fülle mir jetzt diese Freifläche hier außen mit dieser Farbe. Weil jetzt habe ich nämlich auch einen schönen Übergang durch die Farbe Slap davor. Ich glaube, die Palette ist halt auch perfekt für Leute, die eher ihre Looks aufbauen wollen. So wie ich es mag, so wie ich zum Beispiel auch meine eigenen Paletten kreiert habe. Eben dieses Aufbauen zu dem Resultat, wo man hin will, aber nicht, dass es sehr, sehr schlicht pigmentiert ist, wie zum Beispiel andere sehr High-Class-Brands zum Beispiel, die auf eine ganz bestimmte Gruppe an Konsumenten ausgelegt ist. Ich wollte
aber auch nicht dieses mit einem Schlag so extrem viel Farbe, dann weiß man nicht wohin. Ich bin halt jemand, der diese soften Looks hat, aber doch sehr aussagekräftig. Also schon so, oh krass, aber auch nicht so dieses Pink und dann Rot und dann Lila und dann so, wisst ihr, so wie man es manchmal auf Instagram kennt. Also jeder hat ja irgendwie so eine gewisse Vision mit seinen Looks, sage ich mal. Und ich denke, das ist wirklich perfekt für Leute, die so aufbauen wollen. So ein Mix aus Alltag, so ein Mix aus künstlerisch. Der nächste Step ist, hier ist die Farbe Crack. Das ist die Farbe hier unten. Das ist wirklich so ein Metallic Shade. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Blau, Grau, Anthrazit. Irgendwie Mix aus allem. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr metallisch. Aber die Farbe daneben, Beta, wirkt wie so ein Silbergrau. Beides sehr, sehr schön. Kann man eben hierzu sehr gut kombinieren. Ich will gar nicht diesen Metallic-Effekt. Ich will mehr diesen Sparkle-Effekt. Und ich überlege gerade, wie kriege ich das gut auf meine Lid? Ich nehme mal diesen Pencil Brush und gehe in die Farbe Crack. Klopfe so ein bisschen ab und gebe mir das hier in den Bogen. Der Look gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Man kann super viel noch machen. Man kann auch für den Alltag ein bisschen was machen, finde ich. Schlicht halten, sehr, sehr smoky. Also das liegt bei euch. Aber natürlich ist jetzt nicht so so viel Vielfalt da, weil es schon sehr cool-toned ist. Es sei denn, man mag halt diesen Look. Ne? Das ist halt, was man immer im Auge behalten muss. Aber ich finde, so hat die Palette sehr gut funktioniert. Falls ihr euch fragt, warum ich hier Blauflecken habe. Ich habe eine Mesotherapie gemacht. Dazu habe ich eine ganze Story auf Instagram gemacht. Genau, folgt mir auf Instagram für den ganzen Personal Stuff, Fashion, Lifestyle. Ich habe gerade mal meine Foundation aufgetragen, weil ich keine neue habe. Aber was ich habe, ist von By Terry Brightening CC Luminizer. Das ist anscheinend eine neue Farbe. Ich hatte das in einer Box von Niche Beauty. Die haben mal so, weiß nicht, ob 2-3 Mal im Jahr haben die so Boxen, also die nicht nur in PR versendet werden, sondern die kann man dann auch mit einem günstigeren Preis sozusagen auf der Webseite kaufen. Genau. Und ja, da sind da so ein Mix aus Produkten, die sie im Online-Shop halt haben, aber dann kann man halt viele Produkte kennenlernen für halt einen günstigeren Preis. Und da war, meine ich, dieser Luminizer mit drin. In der Farbe 1 Universal Glow. Und das kommt immer in so einer Pen-Form, also immer. Aber bei Terry hat viele dieser Pens. Okay. Also es ist sehr, sehr dünn. Und es ist auch sehr goldig. Also eigentlich perfekt für Leute, die so, ja, ein bisschen dunkler sind als ich. Und wenn ihr noch heller seid als ich, weiß nicht, ob das schon so gelb ist. Fühlt sich auf jeden Fall super kühl an. Ihr habt gesehen, das kommt noch sehr schnell raus. Da sind so viele goldene Sparkle drin. Hier kann man das ganz gut sehen. Diese leicht goldene Sparkle. Ja, fühlt sich so ein bisschen an wie so, also ich habe das Gefühl, es ist sogar noch leichter als ein Serum, weil es so, so dünn ist. Das ist wirklich Skincare und dann hat man so leichte, ganz feine Partikel auf der Haut. Sieht man aber nur, wenn man in einem gewissen Licht steht. Aber ansonsten, seht ihr, es ist eigentlich wie meine Hautfarbe. Dadurch fühlt es sich an, oder sieht es so ein bisschen aus wie Skincare. Das lässt sich wirklich so leicht ausblenden. Das ist so... Also wenn ihr noch was sucht, was so sehr, sehr leicht ist, sehr, sehr dünn ist. Also ich weiß nicht, was die Farbrange ist. Wie gesagt, das ist 1 Universal Glow. Also würde es schon das hellste sein. Ja, ich glaube, wenn ihr heller seid als ich, könnte funktionieren, könnte aber auch nicht funktionieren. Ihr seht, mit meiner Hautfarbe ist es eigentlich so eins geworden. Ich kann hier ganz leicht so einen Hauch von Gold sehen. Aber wirklich, weil ich mich darauf konzentriere, erkenne ich es. Ich glaube, hier, wenn ich draus gehen würde, selbst hier im Office würde es keinem auffallen. Außer, dass man halt diese krass gehighlightete Stelle hat. Es ist halt für die Glow-Lover. Und By Terry riecht immer nach Rosen. Also es hat einen Rosenduft drin. Wenn ihr das nicht mögt, dann seid ihr wahrscheinlich schon raus. Aber wenn ihr sagt, mag ich, mag das ganze Konzept, dann habt ihr hier was. So, Next Step Concealer. Aktuell bin ich so auf der Suche nach Concealer. Hab nicht ein... Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe jetzt den L'Oreal Perfect Match aufgebraucht und jetzt bin ich so, was gibt es? Was hat diese Concealer-Welt für mich? Und wenn ihr mein Concealer-Fach sehen würdet, bestimmt 50 Concealer. Ja.
Ja, auch richtig viele Concealer. Also bin ich in, keine Ahnung, in irgendeinem Shop und habe mir den Giorgio Armani Power Fabric Plus. Also Power Fabric, die Reihe von Giorgio Armani ist ja eher so für ölige Haut. Aber dieses Power Fabric Plus war mir noch neu, ist mir neu. Und zwar dieser Multi-Retouch Concealer in der Farbe 1.5. Das ist das Packaging des Concealers, super sleek. Gibt mir so ein bisschen asiatisch Make-up-Wipes. Vibes. Ja, naja. Halt auch. Ja, was soll ich mal. Kommt mit einem ziemlich interessanten Applikator, finde ich. Also es ist so spachtelartig. Seht ihr, es ist nicht sehr, sehr dick. Und dann so dieses Messerspitzenartige. Hat einen sehr starken Eigengeruch. Mhm. So Swipe fühlt sich sehr, sehr fest an. Also fest, also sehr cremig, würde ich sagen. Ich arbeite das auf jeden Fall mit meinem Schwamm auf. Ich merke schon, es trocknet relativ schnell von alleine. Also man muss, denke ich, auch recht schnell einarbeiten. Beim Ausblenden fällt mir auch schon auf, dass es ein bisschen cremiger ist. Ich wollte mal nämlich hier lesen. Bro, ey, du googelst was und gefühlt, es kommt nur Scheiße erstmal. Schwöre, macht mich so aggressiv gerade. The new Power Fabric Plus Liquid Concealer is a long-wear, high-coverage liquid concealer that delivers a natural matte finish with a multi-use applicator to conceal, cover and contour in one stroke. Passt, finde ich, auf jeden Fall. Also so, ich sag mal, Full Coverage. Also auf jeden Fall für die Liebhaber, die viel Deckkraft unter dem Auge wollen. Und auch ein Matte Finish. Habe ich jetzt noch nicht. Wahrscheinlich muss es trocknen. Aber dachte ich mir schon dadurch, dass ich das für so eine halbe Minute draufgelassen habe, dass der von alleine schnell trocknet, ist schon so ein Anzeichen dafür. Long Lasting Multipurpose Concealer visibly corrects imperfection and dark circles. While blending seamlessly for natural matte second skin finish. This formula resists creasing and settling into fine line with moisturizing agents to help to keep the skin comfortable, fresh all day. Gibt es in 20 Farben und hat einen 20 Stunden Halt. 24 Stunden sogar. Ich meine, 24 Stunden will ich meinen Concealer eh nicht tragen, mal fernab davon. Aber ich muss sagen, es hat ja mal so gut meinen blauen Fleck abgedeckt. Also das ist die Foundation-Seite ohne Concealer. Guckt noch richtig raus. Und ich finde, es hat schon richtig gut abgedeckt. Das gefällt mir gut. Und trotz dessen, dass es so matt ist, was ja eigentlich nicht für meinen Hauttypen geeignet ist, sitzt dieser Concealer heftigst auf meiner Haut. Und wirklich ganz leicht so in diese feinen Linien. Aber ganz ehrlich, dieses Fine Lines und so, das ist ein Produkt, das ist cremig, da ist Pigment drin und irgendwohin wird das halt gehen. Also, das ist halt einfach so. Es gibt halt bestimmte Produkte, die machen es halt intensiver und weniger intensiv. Und dieses Produkt würde ich als weniger intensiv beschreiben. Aber das ist ja mal so, so sick. Ich frage mich, ob es eine hellere Farbe gibt. Also ich habe schon 1.5. Das ist so meine Hautfarbe. Ich habe jetzt keinen highlightenden Effekt. Ich habe das Gefühl, dass es hier ein bisschen zu gelb ist. Nicht mal eine halbe Nuance dunkler, so ein Hauch. Ich glaube, wenn man so richtig drauf achtet. Ja, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Wow. Ich würde das jetzt erstmal nicht setten. Ich würde es jetzt einfach gerade mal so lassen. Um zu gucken, wie der sich wirklich von alleine settet. Andere Seite habe ich mir bestellt, sind die neuen Dior Forever Skin Correct. Die wurden ja anscheinend überarbeitet. Ich wurde dann auch schon auf Instagram gefragt, ob ich die testen könnte. Als ich dann hier im Online-Shop war wegen Concealer, dachte ich, okay, wenn sie hier schon bei den Neuheiten sind, packe ich sie doch ein. Und das Erste, was direkt auffällt, ist, dass sie jetzt in einem Glas-Container sind sozusagen. Ich hatte auf TikTok, auf meiner For You-Page, hatte eine Make-up-Artistin, ich glaube aus den Staaten, sich ein bisschen beschwert. So ja, gerade als Make-up-Artist, wenn man diese Farben mit sich trägt, dann ist es sehr schwer. Gut, ich glaube, Dior ist jetzt auch nicht so die klassische, sage ich mal, Make-up-Artist-Brand. Aber klar, dass Make-up-Artisten ihr Kit halt mit vielen verschiedenen Brands füllen. Und dass es dann halt nervig ist. Keine Ahnung, wenn es dann 30 Farben gibt, die 30 Farben haben. Dass man 30 Fläschchen mitschleppt, ist so ein Kit natürlich ultra schwer. Ich habe mir mitgenommen einmal die Farbe 00, was zu hell sein wird, denke ich mir. Aber ich dachte, das ist dann so meine Highlight-Farbe. Dann habe ich noch 1W genommen, was in der Regel bei Dior für mich sowieso zu dunkel ist. Aber so dachte ich mir, mixe ich mir meine eigene Farbe. Also ich mochte das Original eigentlich schon sehr gerne. Hat für mich immer gut funktioniert. Dior ist immer sehr, sehr stark parfümiert. Weiß nicht, ob ihr das wisst. Also 1W habe ich so als meine wirklich echte Corrector-Farbe aufgetragen. Und die Farbe 00, die eigentlich zu hell ist, würde ich dann hier nur noch so als Highlight
nehmen. Und die braucht von dem Concealer echt sehr wenig, weil die erste Fassung war schon extrem pigmentiert. Ich denke, hier wird sich das jetzt nicht sehr verändert haben. Auch das arbeite ich erstmal klassisch mit meinem Schwamm aus. So mache ich es eigentlich immer. Also das geht sehr schnell, muss ich sagen. Dafür, dass es eigentlich ein sehr, sehr cremiger Concealer ist, geht es mit dem Schwamm super easy. Auch hier eine super tolle Deckkraft. Man sieht zwar den blauen Fleck noch durch, aber auch hier eine sehr schöne korrigierte Art und Weise davon. Ich muss sagen, die Farbkombination von den zwei gefällt mir besser, also passt besser zu meiner Hautfarbe als jetzt 1.5 von Armani. Ich kann es tragen. Ich würde, wenn ich das trage, vielleicht noch so ein, zwei Pünktchen hier auf die Wangenpartie geben, dass ich dann noch so diesen schönen Verlauf und diesen Highlight-Effekt habe. Aber auch nur, weil ich persönlich meinen Look so mag. Also ist jetzt nur persönliche Präferenz. Das macht das Produkt jetzt nicht schlechter. Beide Concealer gefallen mir sehr gut. Ich würde sagen, ich habe das Gefühl, dass beide ziemlich gleich sind. Aber ich habe das Gefühl, dass der von Armani noch ein minimal so ein Hauch deckender ist. Ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen weniger in Fine Lines gegangen als Dior. Beide Concealer tipptopp. Ja, kann ich nichts sagen. Beide gefallen mir wirklich sehr gut. Ich würde sagen, der müsste jetzt so ein bisschen gesettet sein. Ich bräuchte trotzdem Puder. Also ich könnte das nicht so sitzen lassen und sagen so, okay, bye. Also niemals. Beide Seiten nicht. Gefällt mir aber beides richtig, richtig gut. Puder habe ich mir bestellt. Und zwar von Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder in Ultra Blur. Ihr wisst, dass Laura Mercier Translucent Powder benutze ich schon seit fast so lange es meinen Kanal gibt eigentlich. Seit fast 10 Jahren. Lass es nicht die 10 Jahre sein, lass es 8 Jahre sein. Etliche Dosen nachgekauft. Habe erst vor 2, 3 Wochen die letzte Dose, die ich da hatte, aufgebraucht. Und als ich so ein bisschen bei Cult Beauty geguckt habe, habe ich gesehen, oh, bei den Neuheiten, dass es jetzt eine aufgearbeitete oder andere Version des klassischen Puders gibt und ich musste das sofort haben. Translucent, of course, und dann halt Ultra Blur. Dachte mir, wenn es alle, ich habe so viele Puder, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber mein Kanal lebt ja davon, eben die Neuheiten zu testen. Vor allem die, die ich dann auch eben interessant finde oder zugeschickt bekomme. Klar kann ich nicht immer alles kaufen und so. Das ist natürlich auch immer ein bisschen teuer. Kommt mit diesem klassischen Gitter. Ja, meistens breche ich die mir tatsächlich mit einer Zange raus. Ich arbeite gerne direkt immer so rein. Wow, es wirkt recht dunkel, finde ich. Ich weiß nicht, ob das andere, ich sag mal, Original Laura Mercier so dunkel ist. Habe ich noch eine? We have to investigate. Sus, würde meine Nichte sagen. Sus. Sus. Ah, ich habe sowieso eine. Der Kleber sieht noch so aus. Interessant, interessant, interessant. What do you think? Das Neue ist doch gelblicher, ne? Schon ziemlich, oder? Ha, guck mal meine Augen. Sofort. Okay, 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 okay. Es ist zwar translucent und es gibt ja dieses No-Color-Powder. Alles schön und gut, aber trotzdem merke ich, ich weiß nicht, ob das an meiner Hautfarbe liegt, aber ich merke das auch, wenn ich mal andere schminke, zum Beispiel meine Nichte oder so, dass diese Puder trotzdem immer einen Film hinterlassen. Also selbst dieses translucent, diesen gelben Stich, habe ich ganz oft im Make-up. Ich habe einmal einen Fehler gemacht, da war ich auf irgendeinem Event, habe mich halt geschminkt und es war sehr, sehr heiß und ich habe wirklich Gib ihm mit dem Powder Puff richtig so Setting und so gemacht und dann gucke ich danach, nach dem Event, auf die Fotos und ich bin wirklich oben Simpson und unten normale, meine Hautfarbe und ich dachte mir so, oh mein Gott, ja, das war an dem Overpowdering, also meine Base, das sah alles gut aus, es hat auch alles gut gehalten, also habe auch mega Komplimente bekommen. Aber die Hautfarbe war einfach verändert. Also so viel zu translucent, ne? Deswegen bin ich immer sehr, sehr skeptisch mit diesen Farben und bin dann lieber sehr vorsichtig. Aber was ich mache, ich habe das Puder jetzt ein bisschen in meine Hand genommen, in meinen Powder Puff so eingearbeitet und dann würde ich jetzt einmal unter meinem Auge setzen. Und ich erkenne dann eigentlich ziemlich schnell, ob das das leicht gelb einfärbt. Es hat auf jeden Fall einen komischen Geruch. So süßlich sauer, aber das Produkt selber, ich denke, da wird irgendein Inhaltsstoff sein, der diesen Geruch verursacht. Ich habe ja auch eine sehr empfindliche Nase. Oh, erster Ingredient ist auf jeden Fall Mica, also das, dieses Schimmerige sozusagen in den Produkten. Ich habe beide Farben mal geswatcht. Also wir haben hier den klassischen Laura Mercier Puder, matt. Und dann haben wir hier den neuen, diesen mit dem Blur-Effekt. Und das hat so einen leichten Permut-Stich. Weiß nicht, ob ihr das da kennt. So vom Touch-Feeling her fühlen sich beide noch sehr, sehr soft an. Sehr weich. Irre, liebe ich. Interessanterweise ist, dass man die mattere Version auf der Haut noch eher sieht.
als die eigentlich dunklere Version. Hier nochmal. Und hier kann man das mit dem Schimmer, glaube ich, ganz gut sehen. Ich sag mal, da, wo mein Mittelfinger ist, ist die neue Version. Und hier rechts ist die alte Version. Ich bin mal ganz nah dran mit der Kamera. Seht ihr die Schimmerpartikel? Mikroskop, geil. Ein schöner Effekt. Ich muss sagen, beim Setten merke ich von diesem Mica jetzt nicht so viel. Es ist natürlich noch so eine gewisse Beweglichkeit da, aber ich habe hier dadurch, dass der Concealer schon so leicht ins Gelbliche ging, plus das Puder, finde ich, habe ich schon so einen gelblichen Unteraugenbereich, finde ich. Und wenn ich jetzt so alles setten würde, habe ich schon ein bisschen Angst, dass ich diesen Simpson-Effekt kriegen würde. Ne? Gucken wir mal, farblich finde ich die Dior-Seite ja besser von mir ausgewählt. Mache ich wieder das gleiche Prinzip. In meiner Handfläche kann man auch diesen Glow sehen. Mag ich sehr gerne. Ich würde sagen, das ist eine feinere Version von dem La Mer Puder. Das hat ja auch so diesen Schimmereffekt. Ich mag das gerne, gerade für Leute, die eben eine trockene Haut haben. Man will zwar setten, aber man will so einen gewissen Glow trotzdem zurückbehalten, diese Frische. Tendiere ich gerne zu solchen Pudern, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen, farblich tendiere ich eher in die Richtung. Dann fällt es nicht auf. Wenn beides gelb ist, dann catcht er diese Farbe, finde ich, trotzdem, auch wenn es translucent sein soll. Das restliche Gesicht, das hätte ich auch mit dem Puder, aber mit so einem schönen Fluffy Brush. Es wäre eine absolute Verschwendung, wenn ich nicht die Farbe Flash benutzen würde. Das ist nämlich dieses Knallgelb. Ich nehme jetzt einfach so einen super kleinen Pencil Brush und nehme die Farbe einmal Sohle auf, um zu gucken, was sie so von alleine kann, würde ich mal sagen. Und dann kann ich sie immer noch ansprühen. Also ich sehe schon in diesem Gelb sind so blaue, pinke Sparkles drin, was echt super nice ist. Boah, ich hätte mir sogar gewünscht, dass es noch gelblicher wäre. So ist es echt nur ein Hauch von. Und es ist mehr Sparkle. Seht ihr, das ist so ein Touch Gelb und dann so diese metallischen Reflexe drin. Aber eine sehr schöne Farbe auf jeden Fall. Sehr weich, sehr bröckelig. Jetzt würde ich es einmal ansprühen. Das ist die Farbe. Auf jeden Fall interessant, würde ich sagen. Um den Look jetzt einfach zu beenden, nehme ich die Farbe Dino. Das ist dieses gräuliches Braun, auch matt. Das packe ich jetzt einfach hier zu meinem Wimpernkranz. Auch auf jeden Fall richtig gut pigmentiert. Ich finde, wirkt sogar dunkler auf dem Auge als in dem Fännchen selber. Wie es bei Hot New Makeup geht es nie um den Look, sondern so viele Farbenprodukte wie möglich zu benutzen. Alright, erstmal Mascara habe ich aufgetragen, dann habe ich mir bestellt von Velour. Ihr wisst, von Velour Lashes ist mein liebster Lash Glue. Also den benutze ich jetzt schon seit, boah, keine Ahnung, Ewigkeiten, seit so vielen Jahren. Kaufe ich mir immer wieder nach, das ist für mich der beste Wimpernkleber ever. Und ja, als ich so stöbert, habe ich gesehen, haben die so Lash Extensions. Dachte mir, super, machen wir doch. Die sind sehr, sehr fluffy. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist sehr hairy, fluffy. Oh, fühlt sich an wie ein Damenbart. Herrlich. Premium. Okay, okay, okay. Mach jetzt nichts extra fancy, ne? Aber nur, dass man es vielleicht so ein, zwei wirklich so sieht. Das sind so drei Kammern, würde ich sagen. So drei. Ja, ja. Oha, die sind sick. Die sind riesig, die sind richtig. Muss man natürlich auch wollen. Aber so für manche Looks finde ich es gar nicht so schlecht. Wenn ich es geil finde, bestelle ich mir eventuell noch eine Packung, weil es sind nicht viele und ich habe erstmal auch nur eine Packung genommen. Ich meine, auch einzelne Wimpern benutze ich immer und immer wieder. Nimm die ab und pack die dann immer zurück in die Box. Auf der einen Seite ziemlich geil, aber auf der anderen Seite sind die eigenen Wimpern so klobig, also meine zumindest, dass die Härchen fast schon zu fein sind. Also es ist kein schöner Übergang, finde ich, zwischen der eigenen Wimper und der Fake Lashes. Also es fällt schon krass auf, auch wenn die wiederum super natürlich sind. Ich kann mir vorstellen, vielleicht wenn man... Nee, I don't know. Ah, ich glaube, wir haben drei Größen. Also ich glaube, dieser Bereich ist so außen, Mitte, vorne. So müsste man sich, glaube ich, vorarbeiten. Also habe ich es schon falsch gemacht, sozusagen. Ist ja egal. Ist ja nur so, ne? Wo ist meine Mutter? Wer hat sie gesehen? Alright, dann habe ich noch von LH Cosmetics so Kajalstifte bekommen. Also das ist ein Crayon. 24-Hour Long Lasting and Waterproof Makeup Pencil. Bound to no rules. Also das kann eure Base sein, das kann euer Kajal sein, das kann euer Lidschatten sein. Auf jeden Fall so ein schönes, saftiges Braun, so ein echtes Braun, finde ich. Ich mag die
Kajastifte von LH Cosmetics eh voll gerne. Das ist die Farbe Bite. Auf jeden Fall ein peachigeres Braun. So ein Hauchrot, Hauchpink. So ein rosa Nude vielleicht. Und dann die Farbe Risha. Und das ist, glaube ich, so ein metallisch, ja, so ein Petrol vielleicht, ne? So ein Blaugrün. Richtig nice, auch wenn es nicht zu meinem Look passt. Das ist der Kajal. Oh mein Gott, das geht so gut, Leute. Cute, ne? Eigentlich passt es zum Look doch ganz gut, weil dadurch, dass ich diese Farbe gemischt habe mit dem Schwarz-Grau, wirkt es auf der Wasserlinie eigentlich ziemlich same-same, was ich echt cool finde, was hier im Swatch erstmal gar nicht so war. Mein Hot New Make-up für den Mai, würde ich sagen. Mal gucken. Mai. Ja, vielleicht ein bisschen in den Juni rein. Man, ich merke schon so, die meisten gehen in so in die Sommerpause. Vieles gerade nicht, habe ich das Gefühl. I don't know. Ja, wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, super gerne in die Kommentare. Ihr findet alles detailliert in der Infobox. Ihr findet hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.